Es war ein turbulentes Jahr, resümierte Geschäftsführer Dirk Sasson für den Unternehmensverbund Stadtwerke Schwedt. 2021 brachte einen Umsatz von rund 60 Millionen Euro. Alle Geschäftsfelder im Bereich der Stadtwerke waren positiv und in Summe ganz leicht über Plan. Neben Corona bereitet nun das Kriegsgeschehen Sorge. Notfallpläne liegen vor, im Krisenstab wird regelmäßig zu möglichen Ausfallszenarien beraten. Die Energieversorgung mit Wärme und Strom in Schwedt ist vorerst gesichert, so die Kernaussage. Während neben dem Unternehmenssitz der Anbau für eine neue und moderne Netzleitwarte sowie Büroräume vor allem für die Glasfaservermarktung entstehen, sind am Freizeitbad Aquarium Statiker und Planer mit den Maßnahmen zum Wiederaufbau beschäftigt. Nach dem Einsturz des Daches über dem Sportbad im letzten Sommer soll das Bad Anfang 2023 wieder eröffnen. Über die Hälfte des Jahres hatte auch das Filmforum mit dem neu gestalteten Foyer pandemiebedingt geschlossen und musste Umsatzeinbußen hinnehmen. Der Hafen verzeichnete dagegen eine positive Entwicklung. In dem relativ kleinen Geschäftsfeld sorgten weniger Schiffe für mehr Umschlag.